Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Odyssey. Und dann noch ein riesiges Loch im Boden. Und dazu eine riesige Tür. Alle reden die ganze Zeit davon, dass Theseus den Minotaurus bildete. Lügen, ich hörte ihn. Ein Brüllen wie... Ach komm. Ein Donnergrollen. Ja, genau so. Der Minotaurus lebt. Und er hat Hunger. Toll. Ich bin froh, dass du vorbeikamst. Jetzt besteht Hoffnung, dass Pater dem Labyrinth entkommen kann. Den Eingang hätten sie doch wirklich nicht so tief anlegen müssen. Fast geschafft. Was haben sich diese Minor bloß dabei Da sind wir ja. Ist das nicht unglaublich? Oha. Ich habe schon viel gesehen, aber das... ist unglaublich! Oh ja. Der Minotauros lebt also unter dem Palast von Knossos. Öffne die Tür. Ich muss einen Minotauros erschlagen. Genau. Verschlossen. Keine Sorge, wir finden einen Weg. Du musst doch etwas wissen. Tu ich nicht. Aber die Männer, die mit Pater am Labyrinth waren, wissen es bestimmt. Ich wollte sie fragen, aber... sie wollen nicht mit mir reden. Mit mir werden sie reden. Wer sind sie? Der Sammler, der Schwertfisch und mein alter Aufpasser. Der Schwertfisch. Mein alter Aufpasser. Ein langweiliger alter Mann. Er hat nie mit mir über Pater oder den Minotauros gesprochen. Das ist die Mission, um den Schwertfisch zu enttarnen. Mutig. Und der Sammler ist ein Kerl, der viele seltsame Sachen kauft. Er ist ein Händler aus Gortin. Oh, und der Letzte. Den nennen sie den Schwertfisch. Natürlich. Er ist der Anführer der Oktopusbucht. Und er ist böse. Wenn er jetzt in seinem Versteck ist... Das ist die Mission. Wo soll ich den Schwertfisch suchen? Ich würde sagen, an der Fischerküste in Herakleion vermutlich. Seit Jahren hat ihn schon keiner mehr gesehen. Manche glauben sogar, er sei tot. Schwertfisch? Er muss eine sehr lange Nase haben. Nein, nein. Er kann richtig gut mit dem Schwert umgehen. Und wohl auch mit Fischen, nehme ich an. Dieser Sammler, wo ist er? Er lebt in Gortin, in der Nähe von einigen roten Säulen, in einem sehr großen Haus mit vielen Sachen. Ich habe mir ein paar seiner Schmuckstücke geliehen. Er hat so viele, er hat es gar nicht bemerkt. Hauptsache, du leihst dir nichts von mir. Von dir? Aber ich würde nie erwischt werden. Mhm. Erzähl mir mehr über den alten Mann. Also... mein alter Aufpasser hat mir vor kurzem eine Nachricht gesandt, dass er mich in Phaistos treffen wolle. Wie nett von ihm. Er hat mir nie eine Frage über meinen Pater oder den Minotauros beantwortet. Darum bin ich ja weggegangen. Ich werde an deiner Stadt sehen, was ich tun kann. In der Nachricht stand, er wolle mich bei unserem alten Haus nordöstlich von hier in der Nähe von Phaistos treffen. Wo, sagtest du, finde ich deinen Aufpasser? Den alten Aufpasser. In der Nachricht stand, er will mich bei unserem alten Haus nordöstlich von hier treffen. Ich bringe sie schon zum Reden. Mythen um Minotauren-Quest abgeschlossen, Leute. Wollen wir mal hoffen, dass wir die jetzt alle finden, ey. Hey, Söldnerin, hier
drüben. Ich hörte, du suchst einen gewissen Fisch. Ja, einen Schwertfisch. Ich hoffe, du weißt, worauf du dich einlässt. Er ist erbarmungslos. Schneidet den Männern die Nasen ab. Wo ist er? Den hat lange keiner mehr gesehen. Aber es gibt Gerüchte, er kontrolliere Herakleon von einem Untergrundversteck aus. Das ist absurd. Es ist alles, was ich weiß. Ich werde es mir merken. Sprich kein weiteres Wort, Malakka. Ich habe Befehle. Wer über den Schwertfisch spricht, muss sterben. Jetzt ist er in seinem Untergrund versteckt. Endlich! So. Bis zu deiner Rückkehr, Kapitän! Was geht hier vor? Schwertfisch. Guten Tag. Dimos, ich wusste, du kommst. Nee. Hund, Hund des Kosmos. Willst du mich beißen? Ich will dir dein Gesicht abziehen, Schwertfisch. Glaubst du, ich hätte mich hierauf nicht vorbereitet? Ich bin hier wegen... Ich gehe nicht zurück. Nie gehe ich zurück. Was ich dem Kult auch schulde. Ich steige aus. Du willst das Artefakt? Geh und hol es dir. Einmal Kultist, immer Kultist. Was willst du dann von mir, Deimos? Antworten. Und du wirst sie mir geben. Was ist passiert? Was hat dich so ruiniert? Der Minotaurus ist passiert! Ich hatte Glück. Aber Nikios... Gibt's ihn wirklich? Der Kult des Kosmos versprach mir alles, aber nicht das! Wie bist du in das Labyrinth gelangt? Nikios hatte den Schlüssel. Er steckte ihn in die Stele. Du kannst nicht dort hinein. Er bringt dich um. Dann flieht er und tötet uns alle. Du unterschätzt mich. Das hat Nikios auch gesagt. Ich verfüttere dich an die Haie! Tust du das? Ich glaube eher nicht. Ja, Batz! Mit dem Schwert kann er doch nicht umgehen. Wir haben ihn! Wir haben ihn! Man findet überall Drachmen, wenn man nur richtig hinsieht. Es bedarf nur etwas Überzeugungskraft. Yay, wir haben einen Strang komplett fertig. Wo kriege ich den letzten Hinweis her? Geil. Da. Fehlen überall nicht so viele, ey. Ein gebrochener Mann. Verfolgt vom Minotauros bis zum Schiff. Oh ja. Wieso soll ich nochmal das Kultistenmenü öffnen? Habe ich. Ich glaube keine Informationen über was. Ne? Sperrt.
Aha. Oder ist jetzt. Ja. Oh, heftig. Toll. Na, so. Karte. Auf geht's. Den Löwen halt immer noch nicht dran. Die Helden des Kultests. So wenig hat 96.000 EP gebracht. Das ist Blut im Wasser. 33.000 EP. Ich beobachte. Mit dir auch. Ja. Fangzähne sammeln, wenn ich wüsste, wo der Löwe ist. Soll ich das tun, aber ich finde ihn nicht. Du musst der Horter sein. Der Sammler. Staubsammler vielleicht. Ich bin hier wegen des Minotaurus. Des... Nein, ich weiß nichts. Also ich weiß nichts über den Minotaurus. Ist klar. Ardos schickt mich. Er sagte, du wüsstest etwas. Ardos, der Junge. Nein, wir versprachen nie, mit ihm zu sprechen. Ich bin wegen Informationen hier, nicht um deine Knochen zu brechen. Sag mir, was ich wissen will und ich gehe. Ich beantworte deine Fragen, doch du wirst die falschen stellen. Lassen wir die Spielchen, ja? Gut. Du wirst Theseus' Rüstung brauchen. Ich habe sie als Teil einer Sammlung an die Festung verkauft. Meine Rüstung wird ausreichen. Nikios hielt seine Rüstung für die beste der griechischen Welt. Er hätte die des Theseus anlegen können, aber sie passte mir besser. Der Minotaurus traf mich direkt auf die Brust. Ich überlebte. Aber Nikios... Wiederhole Nikios Fehler nicht. Trag Theseus Rüstung. Was weißt du über den Jungen? Er ist Nikios Sohn. Stur. Ein kleiner Scheißer. Warum soll ich die Rüstung tragen? Sohn. Du erinnerst dich voll Zuneigung an ihn und doch willst du nicht mit ihm sprechen. Wenn ich mit ihm rede, hört er nicht zu. Die Wahrheit schützt uns nur vor wenigem. Du sagtest, du hättest Theseus Rüstung verkauft. An wen? An einen Befehlshaber der Festung. Er hat eine Höhle, gefüllt mit unvorstellbar vielen Schätzen. Die Rüstung ist sein Kronjuwel. Du kannst dich sicher nur schwer davon trennen. Nein, es fällt mir leicht. Die Rüstung hätte Nikios das Leben gerettet. Sie hätte den Vater des Jungen gerettet. Doch ich trug sie. Meine Fresse, warum ist er denn tot? Die Rüstung verfolgt mich. Ich brauche keine Geister in meiner Sammlung. Gut, ich habe genug erfahren. Wenn Theseus Rüstung noch in der Festung ist, finde ich sie. Zu Theseus Rüstung gehören noch mehr Teile. Ich habe bisher nur zwei von ihnen. Doch eins hat man mir gestohlen. Wenn du es findest, kannst du es behalten. Aber weise den Dieb zurecht. Und zwar möglichst mit deinem Schwert. Wow.
Daedalus-Festung. Ernsthaft, die ich schon eingenommen habe, komplett. Und ich wette, die ist wieder voll besetzt. Natürlich. Die versteckte Höhle. Nicht so, dass ich schon mal hier war. Nervig, dass ich die Fessung noch mal einnehme. Jesus Rüstung. Sie ist echt. Ich frage mich, wie viele Teile von Theseus Rüstung es noch gibt. Aber nicht so viele, wie ich noch brauche, es wirklich zu holen. Was interessiert mich hier? Wo war die letzte Mission? Zehn Minuten raus. Da muss ich. Okay. Befehlshaber interessiert mich nicht. Diese Rüstung. Eine komplette spartanische Rüstung. Was will ich damit? Ah, ich will mal kurz gucken, was die für einen Effekt hat. Wow. Richtig bad, ey. Ha. Aber eine leichte Mission, einfach nur da dann den Schatz zu holen und... Wir müssen ja noch Stufe 50 werden. Außerdem will ich den Jungen, will ich die Quest noch fertig machen. Ich will wissen, was da unten ist. Das muss der Karren sein, mit dem die Löwin transportiert wurde. Der Fahrer verlor die Kontrolle und der Käfig brach auf. Ich habe alle Zähne, die ich brauche. Jetzt zurück zu diesem Bogner. Ha! Amel auch noch. Das geschafft, ey. Mission und Mission jetzt fertig machen hier. Das muss Ardors Haus sein. Wo ist der Junge? Ardors. Bist du sein Aufpasser? Allerdings. Ich muss mit ihm sprechen. Sorge dich nicht um Ardors. Er ist in Sicherheit. Hm. Wo ist er? Mir wurde gesagt, du seist alt. So siehst du aber nicht aus. Es ist wichtig, dass ich ihn treffe. Wer erzählte dir von dem Jungen? Sprich! Es ist nichts Persönliches mit den beiden, aber wenn ich rede, dann bin ich so gut wie... Tot? Du bist tot, wenn du nicht redest. Rate, was passiert, wenn du es mir nicht erzählst. Na gut, was willst du wissen? Was hatten sie mit dem Jungen vor? Ich weiß es nicht, Söldnerin. Ich sollte ihn nur zurückbringen. Aber wir wissen beide, wozu sie fähig sind.
Und du würdest ihn den Jungen aushändigen? Wo ist der alte Mann? Sie sind in Festos, südwestlich von hier. Sie haben ihn an einen Pfahl gebunden und schlagen auf ihn ein. Du sahst zu, als ein alter Mann verprügelt wurde. Aber... Und wolltest den Jungen entführen. Der Kult ist gleich hier, die Straße hoch. Geh und töte sie alle. Noch ein Kultist. Ich will dir einen Gefallen tun. Lass mich gehen und ich werde nichts verraten. Zeus wird über dich richten. Ich muss den alten Mann finden. Hab Dank, Söldnerin. Der alte Mann lebt. Ich sollte mich im Tempel von Festos umsehen. Alter, na. Hier hat's aber auch ein Feuer gegeben. Da ist der alte Mann, zwischen den Wachen. Oh, ist ja kein Problem. Der alte Mann ist hier. Aua. Was ist denn jetzt die Attacke? Das ist schlecht. Boots. Ich weiß. Warte. Wer bist du? Ardos schickt mich. Kannst du gehen? Der Junge. Den Göttern sei Dank. Verschwinden wir, bevor sie zurückkommen. Ja. Muss dann noch wahrscheinlich eine Truhe suchen. Alter Mann. Ardos, der Junge. Ist er sicher? Lebt er? Niemand wird ihm etwas tun. Obwohl ich ab und zu mit dem Gedanken spiele, ihn zu erwürgen. Ardos ist dafür bekannt, selbst den stärksten Willen auf die Probe zu stellen. Ich suche einen Zugang ins Labyrinth. Ardos sagte, du wüsstest etwas darüber. Ich weiß, dass dieser Ort den Tod bedeutet. Warum seid ihr aus dem Labyrinth geflohen? Etwas muss passiert sein. Ich war nie im Inneren. Ich bin kein Narr. Nikios wollte, dass ich auf den Jungen aufpasse. Ich blieb draußen und betete. Doch ich hörte ihn. Den Minotauros. Zwei kehrten zurück. Aber Nikios... Ardos sagte, sein Vater sei noch im Labyrinth. Ist das wahr? Ja. Er kam nie herauf. Doch die, die es schafften, wird es nie ganz loslassen. Ardos sagte, du wolltest mit ihm nicht über seinen Vater sprechen. Wie soll man einem Jungen, der seinen Vater bewundert, sagen, dass die einzige Familie, die er hatte, tot ist? Ich kann nur eines tun, um Nikios Andenken zu ehren. Seinen Sohn daran hindern, diesen verfluchten Ort zu betreten. Warum wollten sie dich verletzen?
Als die Überlebenden vor der Bestie flohen, ließen sie die Scheibe, den Schlüssel zum Labyrinth zurück. Ich habe ihn. Warum glauben Sie, Ardos hätte die Scheibe? Weil er sie hat. Er stahl sie mir. Und ich habe es ihnen gesagt. Er ist in Gefahr. Sie folterten mich, Söldnerin. Ich wollte es nicht sagen. Ich habe versagt. All die Jahre, immer wieder. Oh, der arme junge Ardos. Jene, die dich folterten, gehören zu einem mächtigen Kult. Sie brachen schon den Willen von Stärkeren als dir. Du kannst dich noch mit Ardos versöhnen. So klug er auch ist, er braucht jemanden, der auf ihn Acht gibt. Familie. Er braucht dich. Er will mich nicht einmal sehen, Söldnerin. Versuch es weiter. Noch einmal zu der Scheibe. Der junge Ardos kennt ihre Bestimmung nicht. Mit ihr wirst du das Labyrinth des Minotaurus öffnen können. Versprich mir nur, dass du auf ihn aufpasst. Selbstverständlich. Mir ist er sicher. Sollte Ardos fragen, ob der alte Mann die Wahrheit sagt. Das muss ein Teil von Theseus' Rüstung sein. Schön. Das war's aber von dieser Folge. Wir werden uns in der nächsten wiedersehen. Bis dann. Haut rein.